Moment, habt ihr sie auch verzaubert? Oh, ich habe den Eindruck, dass es euch hier sehr gut geht. Ihr habt es bemerkenswert gut geschafft, euer Dorf vor äußeren Feinden zu beschützen. Nun ja. Vielen Glückwunsch. Ich muss natürlich sammeln. Dabei schaut sie so ein bisschen entschuldigend zu Boltax rüber. Verzeiht mir, aber eine Art Selbstschutz. Ich kann dieses Dorf nicht ohne diejenigen, die hier vorbeikommen, beschützen. Wir sind keine Prajoten, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir wollen euch erst einmal nichts Böses. Also, hier kommen so viele böse Menschen vorbei und einen jeden von ihnen habe ich in meinen Reihen aufgenommen. Aber deutet sie mal nach draußen aus dem Fenster und während du dich in den bequemen Möbeln von ihr niederlassen kannst, blickst du auf das Sammelsurium und Spießbütteln. Jetzt fällt dir auf, dass die tatsächlich alle sehr unterschiedlich aussehen. Tudamiden, Torwaler sind dabei, verschieden gebräunte Mittelreicher. Aber warum nehmt ihr denn böse Menschen hier bei euch auf, Alariel? Weil sie mich gegen noch bösere Menschen beschützen können. Das ist vernünftig. Ich kann verstehen, dass ihr ein Interesse daran habt, beschützt zu werden. Aber das bedeutet, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Ihr solltet euch besser mit Freunden umgeben. So wie dir, Zulamin. Ja. Jetzt lass doch mal den Zauber auf Zulamin fallen. Boltax, du merkst, wie die Katze wohl gerade auf deinen Schoß springt und sich so ein bisschen an dir anschmiegt. Schnurrt. Gutes Kätzchen. Ja. Oh, was für eine schöne Katze. Wollt ihr sie? Ja, gerne. Nehmen sie mal und will sie auch zu deinen Schoß legen. Ja, sie guckt sehr, sehr... Also, jetzt siehst du tatsächlich... eine Rachsucht in ihren Augen kurz aufflackern, als du die Katze nimmst. Und dann sind ihre Augen wieder normal, als du sie dann zu Damien sorgsam übergibst. Oh, habe ich etwas Falsches gemacht? Es tut mir leid. Würfel mal Menschenkenntnis. Das ist ein gesellschaftliches Teil. Nun aber, lieber Boltax, wie kann ich dich denn ohne meine Magie bewegen, dass du hier bleibst? Denn ich brauche noch einen Magiekundigen, so wie euch, einen Geoden in meinen Reihen, kann ich gut brauchen. Oh, ich habe eine wunderbare Idee. Ihr helft mir, den Drachen zu bezwingen und dann bleibe ich für eine Weile hier. Nein, mit Drachen geben wir uns nicht dafür. Bleiben einfach in diesem Dorf sitzen und wehren uns gegen all diejenigen Feinde, die von hier kommen. Du merkst wohl, dass sie Angst um ihre Katze hatte, wenn du sie so hochnimmst, oder aber, tja, vor allem, dass du ihr was zuleide tust. Nun, aber das Problem ist das folgende. Der Drache wird früher oder später hierher kommen. Nein, wir haben ihn das letzte Mal schon davon abgehalten. Oh, das habt ihr. Wie ist euch das gelungen? Und wir haben das Dorf verborgen. So wie es ist. Ist euch der Steinkreis nicht aufgefallen? Doch, doch. Ich habe... Aber wie haben wir denn dann hierher gefunden? Wir sind einfach nur der Straße gefolgt. Ja, aber ihr seid doch keine bösen Menschen, oder? Aber die anderen, habt ihr gesagt. Ja, viele böse Menschen. Aber Kulamin streichelt die Katze. Jetzt sind sie freundlich. Wenn die anderen böse Menschen sind, aber ihr das Dorf verborgen habt, müssen sie ja trotzdem irgendwie hierher gekommen sein. Ja, das war nach der großen Schlacht von Werheim. Zwinkert sie dir aufreizend zu. Sie versucht wohl gerade, dich zu betören mit profanen Mitteln. Ach, sie ist auch hübsch, aber gut, sie ist keine Zwergin. Vor allem ist sie nicht Angroschminia. Ja, das ist tragisch. Auf jeden Fall. Frage ist, die Schlacht von Werheim ist nun einmal geschlagen. Gareth steht noch, aber der untote Drache breitet immer noch sein Pestatem über dieses Land aus. Und früher oder später wird er uns nachsetzen, denn es wird dazu kommen. Nun, dann solltest du vielleicht gehen, Boltax. Wenn du nicht hier bleiben willst, dann bleibe ich mit Zulamin hier. Sie kann mir sicherlich auch gut hilfreich sein. Und du gehst, besiegst den Drachen und kommst danach wieder zu mir. Ja. Aber Alariel, wir sind doch Freundinnen. Und ja, die Besten. Es ist meine Bestimmung, gegen den Drachen zu kämpfen. Du kannst mich doch nicht alleine gegen den Drachen ziehen lassen. Es ist deine Bestimmung, bei mir zu bleiben und mir zu helfen. Stell dir vor, der Drache kommt nach Weidmannhus. Und ich bin alleine ohne dich, Zulamin. Sie legt dir dabei so ein bisschen die Hand auf den Schoß und drückt so ein bisschen deine Hand. Wenn ich alleine wäre und du nicht hier,
Aber du hast doch hier alles so gut im Griff. Du hast doch gesagt, du hast ihn schon einmal getäuscht. Mich würde tatsächlich interessieren, wie das vonstatten gegangen ist. Wie ist es euch gelungen, den Drachen zu täuschen? Vielleicht könnte uns das nämlich helfen, den Drachen zu täuschen, und dann könnten wir euch besser beschützen. Boltax, ihr seid zwar ein mächtiger und sehr schlauer Mann, aber meine Geheimnisse teile ich dennoch nicht mit euch, nicht wenn ihr nicht hier bleibt. Und ich komme leider nicht an euch vorbei. Das ist richtig, ihr solltet mich besser nicht verzaubern. Das wäre nicht sehr freundlich, und lasst den Zauber auf Zulamin jetzt endlich fallen. Würfel mal eine Überzeugenprobe. Okay. Voll Gesellschaftstalente. So gut drin. Sie würfelt mal was dagegen. Schauen wir mal, ob es dir gelingt. Nicht so aus. Ich habe leider noch keine Rajani in meinem Besitz. Ihr wollt sie besitzen wie ein Tier? Nein, wie eine Freundin. Freunde besitzt man. Und einen Geoden würde ich natürlich auch gerne in meinen Reihen wissen, aber meine Macht reicht wohl noch nicht für euch aus. Seid mir also ein profaner Freund. Nun? Ich kann euch nicht überreden, hier zu bleiben, aber ich kann euch die Vorzüge aufzählen. Essen und Trinken sollt ihr auch so erhalten. Ich tue den Menschen hier nichts Böses. Ich überzeuge sie einfach nur, hier zu bleiben und mich zu beschützen. Mehr tue ich nicht. Aha. Nun, das ist erstmal sehr gütig von euch, aber ihr nehmt ihnen auf der anderen Seite, wenn ihr sie verzaubert, auch den eigenen Willen. Ich kann prinzipiell nicht sagen, dass es gänzlich verkehrt ist, das, was ihr tut, denn wir haben es euch ja ursprünglich einmal gelehrt. Mit einem eigenen Willen rauben sie und morden und brandschatzen. Sie töten Männer und Frauen, Kinder. Und diesen eigenen Willen habe ich ihnen genommen. Genau, ganz recht. Ach, deswegen habt ihr sie verzaubert. Jetzt verstehe ich das mit den bösen Menschen. Genau, du bist so klug, Zulamin. Ah. Also. Was ist denn, Boltax? Boltax, wenn ihr ein Grießkram seid, dann geht doch einfach. Lasst Zulamin hier, sie ist mir eine gute Freundin, und geht. Nein, ich kann Zulamin nicht alleine lassen, denn mir ist sie auch eine gute Freundin. Auf der anderen Seite. Ja, wir wissen alle, wie es ist. Jemandem den Willen zu nehmen, für eine Zeit in Ordnung, um gewisse Dinge wieder in die richtige Bahn zu lenken. Aber permanent geht das nicht. Denn der Herr Angorsch hat uns so gemacht, wie er uns gemacht hat. Und das hat seinen Grund. Also gut, dann würde ich vorschlagen, sucht euch nebenan. Das Haus ist noch frei. Nicht ganz frei, aber ihr könnt dann mit den anderen gemeinsam im Zimmer schlafen. Und ihr könnt ein bisschen arbeiten mit den euch eigenen Fähigkeiten, könnt dieses Dorf weiter verstärken, könnt weiter lernen. Und vielleicht gefällt das euch ja auch so. Reden wir einfach morgen noch einmal. Ja, das Problem ist das folgende. Wenn wir in einer Woche nicht zurück sind... Sie legt sich so den Zeigefinger in den Mund. Reden wir einfach morgen nochmal. Ja. Zwinkert sie dir zu. Nun gut. Und jetzt macht euch an die Arbeit. Zulamin, komm doch mal mit. Ja, natürlich. Zulamin setzt die Katze auf dem Tisch ab, streichelt sie nochmal und folgt dann Boltax. Bis später, Alariel. Bis später, Zulamin. Wenn du wieder draußen stehst, kannst du sehen, dass die Leute all ihren Werk nachgehen. Irgendwie handwerkliche Tätigkeiten ausführen, die Palisade weiter verbessern, den Acker beflügen. Was man eben im Winter so macht. Den Acker beflügen ist eigentlich merkwürdig, aber hier liegt kein Schnee. Mir entscheidend, Dorf irgendwie fern von dem zu sein, die Wirklichkeit ist. Ja, seltsam, oder? Es ist fast wie im Garten eines Zartempels. Nicht wirklich kalt, oder? Zulamin. Haben wir immer noch Winter. Ich erinnere mich an eine Harmonie spendende Macht, die unser ehemaliger Rajani einmal aufgerufen hat. Seid ihr in der Lage, das Gleiche zu tun? Ich weiß nicht genau, was euer damaliger Rajani gemacht hat, aber ja, natürlich kann ich die Göttin um Harmonie bitten.
Ah, das ist gut. Naja, es war, als wir in... Ja, das erzähle ich euch ein andermal. Auf jeden Fall wäre es vielleicht sinnvoll, in diesem Kontext genau das zu tun. Jetzt? Oh, ein wenig Harmonie hat noch nie geschadet, oder? Ihr habt recht. Lasst uns einen hübschen Platz suchen, wo wir unsere Ruhe haben. Ja. Derweil erreichen Jalan und Desarun Gelborn. Suderstedt, ein Dorf vor euch war verlassen, Berkelshof ebenso. Und als ihr dann Gelborn erreicht, könnt ihr auf den Feldern weiß wie Schnee einige Bauern erkennen, die dort Winterkohl anbauen. Die euch grüßen, sich verbeugen vor euch, euch höflich nicken. Jalan, du erkennst sie teilweise. Es sind viele Leute dabei, die auch schon beim Kerzensicherhof dabei waren, die sich euch angeschlossen haben auf der Reise. Wenn einer da am Straßenrand steht, hebe ich die Hand, winke kurz zu. Hey, guter Mann, wo lang zu Alboin? Ach, Jalan, schön, dass ihr wieder hier seid. Die Straße runter, ihr sitzt in Gelborn. Danke, auch schön euch zu sehen. Hey, was mit euch? Gut, dass es einige geschafft haben. Was mit euch? Alboin, behüte dich. Hier sind wir offensichtlich am richtigen Ort. Seht ihr, hier ist die Welt in Ordnung. Die Bauern können noch auf den Feldern stehen, ohne Angst zu haben oder sofort wegzurennen, wenn sie jemanden sehen. Ja, das muss man sagen, ist schon auffällig hier in der Gegend. Oh, eine Kleinigkeit wäre da noch. Ich werde euer Gold brauchen. Was? Ich werde euer Gold brauchen, Isarun. Was? Wofür? Nun, alles Gold. Seid ihr unter die Goldschmiede gegangen? Nein, aber alles Gold auf dieser Welt ist Praios Besitz und es ist üblich, dass man ihn bei Einreise in den Ort abgibt, damit es im Sinne der Kirche verwendet werden kann. Nun, es ist vielleicht abzustreiten, dass eure Verwendung im Sinne der Kirche ist und im Sinne der Götter, aber um, sagen wir, Peinlichkeiten mit den Torwachen zu vermeiden, ist es so einfacher. Nun gut, wenn es denn die Regelung hier ist, dann will ich mich dagegen nicht sträuben. Bedeutet das, dass ich euch das Gold geben soll oder am Tor selber vorgehen? Gibt es einfach mir, damit ihr am Tor gar nichts erst abzugeben habt. Gut, wie ihr meint. War schon ein merkwürdiger Brauch. Und dies sind die Worte unseres Propheten. So könnt ihr Gelborn erreichen. Ein Wehrbauernhof, ein Wehrgasthaus. Alles ist irgendwie eingezäunt, umkreist. Hier scheint die Sonne, es ist warm. Und auch hier werdet ihr wieder von Paladin empfangen, von den Leibwächtern von Alboin, auch von der Freundin oder Ehefrau, die Gattin, ja, dann du kennst sie natürlich schon, die er sich erwählt hat, Erastona, eine weitere Praios-Geweihte, die wohl die Ehre hat, mit dem Sohn von Praios zu verbandeln. Die Reiter von Alboin. Und nach einer kurzen Meldung von den Paladin kannst du tatsächlich auch erkennen, wie Alboin von Bregelsaum, der Sohn von Praios, der Invictus, der Unbesiegte, heraustritt. Ich falle natürlich auf beide Knie nieder. Wenn Isarun neben mir stehen bleibt, warte ich so ein, zwei Momente und zupfe hier ein bisschen an der Robe, dass sie es mir nachtut. Gut, ja, ich lasse mich auch auf ein Knie sinken und verbeuge mich. Ja, Jalan Oberan, mein Freund. Sei mir willkommen. Schön, dass du wieder zurück bist, Bruder. Er hat immer noch seine Greifenmaske auf dem Kopf, also würde er sie nie ablegen. Und du hast wohl Besuch dabei. Meine Herrlichkeit, ich bringe jemanden, der euer Licht sehen muss. Ich bringe eine, die Galotta tötete. Ich hörte bereits die Geschichten von Isarun der Großen, dem Pfeil des Lichts, die in der Dämonenbrache wandelte und wieder daraus hervortrat, im Lichte von Praios. Sei auch du mir willkommen. Vielen Dank. Praios zum Gruße. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ihr habt euch ein Fleckchen in dieser wilden Gegend sicher gemacht. Sonnenland. Die Bauern fühlen sich sicher. Er nickt. Sonnenland. Ich glaube, wir haben uns schon einmal gesehen. An der Grenze, nicht wahr? Ja, für einen kurzen Augenblick, bevor uns unser Freund Jalan verließ, um mit euch zu ziehen. Es freut mich, dass er einen weiteren Begleiter an unser Licht gebracht hat. Sei mir willkommen, auch wenn du Magierin bist. Sei mir willkommen, bringst du doch das Licht dahin, wo Finsternis weilt.
Dies ist mein Auftrag, von Praios gegeben und seinen Geschwistern. Praios Vult. Praios Vult. Dalan Oberan, erheb dich. Du sollst nicht auf zwei Knie fallen. Nicht du, mein Freund, nicht du. Verzeih, das erscheint mir immer noch anmaßend, es anders zu tun, als es das einfache Volk tut. Schließlich seid ihr Praios Sohn und wir nur Sterbliche. Du wurdest auserwählt von den Greifen, mein Freund. Du warst derjenige, der Galotta tötete. Was führt dich wieder zurück? Zurück ins Herz von Sonnenland. Wir bringen Nachrichten aus dem Rest des Reiches, vor allem aus dem Osten. Anzin von Rabenmund hat die Ogermauer genommen. Anzin? Er vertrieb uns aus Talf. Er war es. Ja, wir weilten dort für einige Zeit und als wir sein Heer anrücken sahen, verzogen wir uns in Richtung Süden. Wir rückten nach vorne. Denn hier gibt es die Zauberersümpfe. Hexen, Geister. Gelborn, vor einiger Zeit, war noch von vielen Geistern besessen. Auch diese haben wir vertrieben. Das Licht von Praios scheint nun auch hier. Ein heiliges Werk, das getan werden muss. Vergangene Zwischenfälle zum Trotz bittet Anzin von Rabenmund ehrfürchtigst darum, dass ihr ihm helft, das Licht in die Mauer zu bringen. Denn er braucht mehr, als ich ihm geben kann. Wenn das einer vermag, dann ich. Die Mauer ist also besiegt? Die Mauer ist besiegt. Und es ist unser aller Wunsch, dass es so bleibt. Auch der des Verräters. Verzeiht, wenn ich mich einmische, Illuminatus. Die Mauer wurde genommen. Die Mauer ist allerdings noch nicht frei von der schädlichen Magie. Aus diesem Grund sind wir gekommen, um eure Hilfe zu erbitten. Schändliche Magie. Dann werde ich meinen Weg wohl in diese Richtung antreten. Doch, ich möchte diese wichtigen Dinge nicht mit euch auf offener Straße klären, auch wenn ich keine Geheimnisse habe und nur die Wahrheit spreche. Doch das einfache Volk, der Pöbel, muss dies nicht hören. Kommt doch herein. Selbstverständlich. Ich hatte gedacht, eine gute Nachricht zu verkünden könnte den Gemüter heben. Er nickt. Und führt euch dann in das Innere des Wehrgasthofes. Ihr könnt tatsächlich direkt vorne erkennen, wie dort wohl im Flur angekettet eine Hexe sitzt und auch ein kleiner Grolm, der da um sein Leben fleht. Ihm sind wohl die Arme in Eisen gegossen und jammert da entsetzliche Qualen. Helft mir! Bitte, er will mich umbringen! Ich habe nichts getan! Ich spucke im Vorbeigehen noch vor den Grolmen. Nein. Seht ihr Iserun? Jetzt habt ihr ihn gesehen. Ihr könnt ja immer noch verneinen, dass er heilig ist. Ich halte meinen Geist offen. Ich bin immer für die Wahrheit offen. Das ich bin nur ein Händler. Hilft mir! Also könnt ihr in den Hauptraum gehen, der wohl ehemals als große Tafel ausgelegt war für hohe Herrschaften, die jetzt verschwunden sind. Und an dieser Stelle weilt nur noch Alboin. Es ist zwar kein Königssitz, es ist kein Auralet, aber Auralet ist ja auch gefallen. Dementsprechend nimmt er jetzt hier am oberen Teil der Tafel Platz und deutet euch dann in leichter Entfernung zwei, drei Sitzbänke daneben, deutet er euch dann auf die jeweiligen Stühle, damit ihr euch sitzen dürft. Etwas Abstand, den er einfordert. Diese Runde, du kannst erkennen, wie wohl hier der Schädel vom heiligen Dilborn liegt. Und wenn du dich setzt, spürst du dumpfen Kopfschmerz. Die Magie, die in dir fehlt. Die Matrix, die abgeschnitten wird. Ein seltsames Gefühl. Du fühlst dich einsam und verlassen, verloren, erleuchtet. Also gut, Anzin von Rabenmund, der Reichsverräter, hat die Mauer genommen. Und dies duldet Rohaya? Kaiserliche Majestät ist noch nicht darüber informiert. Gareth wird als nächstes auf unserer Reiseroute liegen. Ah, es erschien mir opportun, ihn, solange er göttergefälliges Werk tut, gewähren zu lassen. Vor allem, da es so aussieht, als würden wir seine Männer brauchen, um den letzten Schlag gegen den Schwarzen Drachen zu führen. Ist dem so. Wir verbünden uns also mit dem Feind. Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund. Die Männer, die Anzin anhängen, eurer Heiligkeit, sind nicht von uns. Sie sind aus dem Norden. Sie sind weder unsere Feinde noch unsere Freunde.
Aber nur seine Anwesenheit vermag es, sie in göttergefällige Bahnen zu lenken. Ich vertraue auf dein Urteil. Du hast sie gesehen, du hast sie erblickt und du hast sicherlich mit ihnen gestritten. Aber wenn sie tatsächlich nun meiner Hilfe bedürfen, wer werde ich sein, dass ich Praios Licht nicht zur Mauer trage? Wird für alle noch für lange Zeit ein großer Dienst an der Partien sein. Sonnenland, nickt er. Sonnenland. Wir haben noch einiges zu tun. In den Zauberersümpfen spukt es. Elborn ist zwar sicher, aber auch der große Hardenwald und die Targetswälder und die Moore. All die Sachen müssen ebenso gereinigt werden. Ich hörte derweil, dass Auweiler eine Magokratie ausgerufen hat. Und sollen wohl Chimären gebaut werden. Ich kann also nicht guten Willens an ihnen vorbeiziehen. Ich muss sie vorher auslöschen. Es klingt tatsächlich nach geradezu schulaminischen Zuständen. Ich habe auch gehört, dass in der Bohlenburg Ukurian von Rabenmund sitzt. Ebenso ein Verräter. Auch er muss ausgelöscht werden. Ukurian von Rabenmund ist derzeit nicht ansässig in der Bohlenburg, sondern einer unserer Brüder im Glauben führt dort die Rechtsprechung vor. Das habe ich schon gehört. Sie trachten mir nach dem Leben. Dies tun sie. Sie verbreiten die allerübelsten Gerüchte. Auch das vernahm ich. Wir werden uns um die Bohlenburg ebenso kümmern. Sie liegt auf dem Weg und erst dann können wir zur Träumauer übersetzen. Es kann nicht sein, dass Gerüchte über Alwin von Praios verbreitet werden. So ist es recht. Sie schicken mir wohl den ein oder anderen Bandstrahler, aber bisher habe ich sie immer abwehren können. Einzelne Bandstrahler? Es erscheint mir eher die zu sein, die ihre eigenen verblendeten Werke selbst in die Hand nehmen wollen. Ich sprach kürz mit einem Bregelsaum, der eben solche Ansichten hatte. Mit einem Bregelsaum? Er schaut so ein bisschen verträumt, als ob er den Namen kennen würde. Mit welchem von ihnen? Ich bin nicht mehr ganz sicher, welcher. Es war ein entfernter Verwandter vom alten Fürsten von Herzog von Warund, von Trondwig. Meint ihr den Bandstrahler? Ich kannte mal einen aus Berla. Nix Weber. Dort saß wohl mal eine Familie und einer dieser Söhne hatte wohl tatsächlich diese Richtung eingeschlagen. Wo habt ihr ihn getroffen? Auf dem Molchenberg in Warung, nachdem wir ihn einnahmen. Denn auch Warung ist wieder frei. Und so wie hier die Sonne scheint, wird sie auch dort früher oder später wieder Einzug halten. So ist es. Und so wird es sein. Ich glaube, der Name des Mannes, den ihr meint, war Priodan von Brigelsaum. So war es. Er zog mit dem Herzog ein, wenn ich mich nicht irre. Dem Markgraf, ja. Nun, ich habe diesen Namen abgelegt. Ich nenne mich nicht mehr von Brigelsaum. Bin ich doch einer von Praios. So ist es nur recht. Es kümmert mich nicht, was entfernte ehemalige Verwandte von mir denken oder halten, so sie denn auch Bannstrahler sind. Wenn sie es mir ins Gesicht sagen, werde ich mich ihrer annehmen. Ich wünschte nur, wir könnten sie alle in Frieden hier versammeln, dass sie eure Heiligkeit erblicken können. Dann würden sie anders denken als aus der Ferne. Den einen oder anderen von ihnen konnte ich ja umstimmen. Andere derweil konnte ich trotz diplomatischen Bestrebungen nicht von meiner Sache überzeugen. Von unserer Sache, von dem Sonnenland. Deswegen brachte ich Iserun hier. Sie zweifelte noch an meinen Worten. Dann würde ich viele andere euch abträglich sprechen. Deswegen brachte ich sie mit, dass ihr eure Heiligkeit selbst sehen kann. Damit nun auch Magier mein Wort weitertragen. Das ist gerissen. Nun ja, man hört doch die unterschiedlichsten Dinge von den unterschiedlichsten Leuten. Ich sehe auch, dass ihr den Schädel des heiligen Gilborn hier habt, der früher auf der Feste Auralet verwahrt wurde. Der dortige Weibel war nicht zufrieden, als ihr ihn mitnahmt. Warum das nicht?
Nun, es hatte wohl etwas mit den Bestimmungen des Bannstrahlordens zu tun, dass es dort aufgebewahrt werden wollte. Nun liegt es natürlich nicht in meinem Aufgabenbereich, die Ordensvorschriften der Bannstrahler einzuhalten oder zu verfolgen. Aber er schien unglücklich darüber. Ich kümmere mich nicht, was ein einfacher Weibel von mir hält. Ich bin der Illuminatus von Werheim, so die Stadt dann auch gefallen ist, aber ebenso ist Auralet gefallen. Der Schädel ist dort nicht sicher, so nahm ich ihn mit. Das mag wohl sicher sein, dass es dort nicht sicher ist. Wir haben schließlich, waren es Gude, Jalan, in den Wänden gehört? Es waren Gude.